Hallo ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Italien, genau gesagt aus Venedig. Dort ist gerade der Junkfood-Guru unterwegs und dort habe ich auch Nutella and Go entdeckt. Wie? Das kennt ihr schon? Ja, das haben wir auch in Deutschland natürlich. Nutella and Go mit Brotstangen, Nutella and Go mit Salzstangen gibt es ja mittlerweile auch bei uns. Und hier gibt es allerdings noch ein Nutella and Go mit Strohhalm. Zuerst dachte ich, geil. Nutella zum Trinken oder was? Nein, da ist noch Sprudel mit drin. Das ist irgendwie so eine komplette Mahlzeit. Das ist Nutella mit Brotstangen und mit Sprudel oder Saft. Oder mit einer Limo ist das, glaube ich. Das ist so eine italienische Limo hier. Finde ich total abgefahren. Und ich dachte mir, das muss ich direkt mit euch testen. Denn ich kann es nicht mit nach Deutschland nehmen, glaube ich. Wegen Flüssigkeiten, Handgepäck. Und ich reise mit Handgepäck. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt drehen wir mal in dieser schönen Kulisse direkt ein Nutella and Go and Drink-Video. Ich hoffe, mit der Qualität passt das so einigermaßen, aber ich finde auch, Nutella entschuldigt einfach alles, oder? Ich finde, Nutella ist die beste Entschuldigung für alles und weil es ein neues Nutella-Produkt ist, muss es jetzt einfach mal getestet werden. Also für mich ist es neu. Ich glaube, das gibt es auch in Italien schon etwas länger. Schreibt mal in die Kommentare. Es gibt bestimmt einige Italien-Experten hier auch bei dem Junkfood-Guru-Kanal, oder? Bestimmt. Ihr kennt das wahrscheinlich auch schon teilweise. Ich kannte es nur über das Internet und werde es jetzt zum ersten Mal verköstigen. Ich habe übrigens auch gehört, dass Nutella in Italien anders schmecken soll als bei uns in Deutschland. Also soll es Unterschiede geben. Oder war das in Amerika? Auf jeden Fall schmeckt Nutella nicht überall wie Nutella. Das habe ich mal gehört. Wenn ihr das auch gehört habt, schreibt das mal in die Kommentare. Ich mache jetzt mal diesen runden Nutella XXL-Becher auf. Ich habe erst so gedacht, das wäre eine mega doppelte, dreifach Familienpackung mit Brotsticks. Aber nein, es ist was mit Trinken. Ach, guck mal. Jetzt hatte ich schon Angst, dass ich hier alles aufreiße. Hier, die Hälfte macht tatsächlich die Sprudel aus. Da bin ich gespannt. Und nochmal. Aber erstmal müssen wir das Nutella probieren, oder? Schmeckt Nutella in Italien vielleicht sogar noch besser? Das ist ja auch das Herkunftsland. Hier wurde es erfunden und entdeckt. Mal schauen, wie das schmeckt. Oh mein Gott. Vielleicht bilde ich es mir ein. Ich würde sagen, noch ein bisschen cremiger, noch ein bisschen mehr. Aber das kann auch daran liegen, dass ich das gerade bei Zimmertemperatur esse. Es ist wirklich ein bisschen angeweicht. Aber ihr könnt mal ganz kurz auf die Zutaten einen Blick werfen. Schaut mal. Ich hoffe, die Auflösung reicht hier aus. Nutella and Go. Und jetzt gibt es erstmal die Limo dazu. Der vollwertige, man kann es trinken, man kann es essen, man kann es genießen. Es ist ein Junkfood-Guru-Frühstück, würde ich mal sagen. Ohne Obst, ohne alles. Aber mit Genuss wahrscheinlich. Ich probiere jetzt mal den. Die Sprudel. Ach, das schmeckt hier wie ein Trinkpäckchen. Das schmeckt diese Trinkpäckchen mit Orange. Kennt ihr die? Also so ein klassisches Standard-Trinkpäckchen mit Orange, würde ich jetzt sagen. Obwohl die Sorte hier, glaube ich, Limon oder Limette ist. Beziehungsweise Zitrone. Ist erfrischend. Hat also quasi alles dabei. Hier so eine Zitronenlimonade, die leckeren Brotstückchen und das Nutella drin. Und vom Preis her war es aber auch ein bisschen, okay, ich bin jetzt auch in Venedig, wahrscheinlich alles ein bisschen teurer. War es ein bisschen happig, glaube ich 2,49 €, aber wegen dem Strohhalm und ich dachte, weil man Nutella vielleicht sogar trinken kann, musste ich es einfach kaufen. Außerdem wollte ich mal das italienische Nutella probieren. Und es schmeckt genauso geil wie bei uns. Ich konnte jetzt, glaube ich, wegen der Raumtemperatur denke ich gerade, es ist noch schokoladiger, noch nussiger. Spannendes Produkt, ihr Lieben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also Nutella kriegt ja immer 10 Punkte. Mit der Flüssigkeit muss jetzt wirklich nicht unbedingt sein. Also Nutella kriegt 10 Punkte. Die Brotstangen sind ganz lecker. Die kriegen 8 Punkte. Das Trinken muss nicht sein. Würde ich jetzt so 6 Punkte geben vom Geschmack, weil es schon sehr süß ist. Und insgesamt bekommt das Produkt 8 Punkte. So im Durchschnitt würde ich das sagen, weil man zahlt das schon ein bisschen mehr für die Sprudel hier noch drauf. Ja, spannend. Auf jeden Fall war es mal interessant, mal was anderes von Nutella zu sehen. Das finde ich echt ganz, ganz cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und bis bald, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.